Der Umgang mit Hasskommentaren auf Facebook ist umstritten. Wann Beiträge gelöscht und Konten gesperrt werden, das entscheidet das Unternehmen nach eigenen Maßstäben und geht dabei über die gesetzlichen Regeln hinaus. Das heißt, ein Beitrag ist unter Umständen nicht strafbar, wird von Facebook aber dennoch gelöscht. Darf das Unternehmen das oder ist das ein unzulässiger Eingriff in die Meinungsfreiheit der Nutzer? Wie der Bundesgerichtshof diese Frage beantwortet, erfahren Sie jetzt vom 3. Zivilsenat. Ich verkünde im Namen des Volkes folgende zwei Urteile in der Sache mit dem Aktenzeichen römisch 3 ZR 179 aus 20. Das folgende Urteil. Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg, 3. Zivilsenat und Kartellsenat vom 4. August 2020 teilweise aufgehoben und wie folgt neu gefasst. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des Landgerichts Nürnberg, 4. 11. Zivilkammer vom 14. August 2019 unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst. Die Beklagte wird verurteilt, den nachfolgend wiedergegebenen am 11. August 2018 gelöschten Beitrag der Klägerin wieder freizuschalten. Schon der Wahnsinn, ich kann mich nicht an ein Attentat erinnern, das sogenannte Reichsbürger verübt haben. Im Gegensatz dazu dann die Morde von islamischen Einwanderern, die man zwar beobachtet hat, aber nichts dazu machen konnte. Deutsche Menschen werden kriminalisiert, weil sie eben eine andere Ansicht von ihrem Heimatland haben als das Regime. Migranten können hier morden und vergewaltigen und keinen interessiert's. Da würde ich mir mal ein Durchgreifen des Verfassungsschutzes wünschen. Zweitens ist zu unterlassen, die Klägerin für das Einstellen des unter Ziffer 1 genannten Textes auf www.facebook.com erneut zu sperren oder den Beitrag zu löschen. Für den Fall der Zuwiderhandlung wird der Beklagten Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten angedroht, wobei die Ordnungshaft an ihren Vorstandsmitgliedern zu vollziehen ist. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Von den erst- und zweitinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin 70% und die Beklagte 30% zu tragen. Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Beklagte zu tragen. Ferner ergeht folgender Beschluss. Der Streitwert für das Verfahren erster und zweiter Instanz wird auf 6.900 Euro und für das Revisionsverfahren auf 2.000 Euro festgesetzt. Das Urteil in der Sache mit dem Aktenzeichen römisch 3 ZR 192 aus 20 lautet wie folgt. Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des Oberlandesgerichts Nürnberg, 3. Zivilsenat und Kartellsenat, vom 4. August 2020 teilweise aufgehoben und wie folgt neu gefasst. Auf die Berufungen des Klägers und der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts in Regensburg, 7. Zivilkammer, vom 27. August 2019 unter Zurückweisung der weitergehenden Berufung des Klägers teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst. Die Beklagte wird verurteilt, den nachfolgend wiedergegebenen am 10. August 2018 gelöschten Beitrag des Klägers wieder freizuschalten. Was suchen diese Leute hier in unserem Rechtsstaat? Kein Respekt, keine Achtung vor unseren Gesetzen. Keine Achtung gegenüber Frauen, die werden sich hier nie integrieren und werden auf ewig dem Steuerzahler auf der Tasche liegen. Diese Goldstücke können nur eines, morden, klauen, randalieren und ganz wichtig, nie arbeiten. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. Von den erst- und zweitinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits haben der Kläger 90% und die Beklagte 10% zu tragen. Im Übrigen wird die Revision des Klägers zurückgewiesen. Die Kosten des Revisionsverfahrens haben der Kläger zu 80% und die Beklagte zu 20% zu tragen. Ferner geht folgender Beschluss. Der Streitwert für das Verfahren erster und zweiter Instanz wird auf 4.800 Euro und für das Revisionsverfahren auf 2.500 Euro festgesetzt. Nehmen Sie bitte Platz. Ja, zu einer knapp gefassten Begründung der ansonsten sehr ausführlich gefassten Urteile folgendes. Die Muttergesellschaft der Beklagten betreibt das soziale Netzwerk Facebook. Die Kläger unterhielten dort jeweils Nutzerkonten. Nach den Nutzungsbedingungen des Netzwerks in der seit dem 19. April 2018 geltenden Fassung darf nicht gegen die darin enthaltenen Gemeinschaftsstandards verstoßen werden. Diese verbieten eine dort dann im Einzelnen näher definierte sogenannte Hassrede. Die Kläger stellten im Sommer 2018 in dem Netzwerk die beiden in den Urteilsformeln genannten Beiträge ein. Hinsichtlich des Beitrags mit dem Anfang, was suchen diese Leute hier in unserem Rechtsstaat, ist ergänzend anzumerken,
dass es sich um einen Kommentar unter einem Video handelte, in dem ein Mann mit Migrationshintergrund es ablehnt, von einer Polizistin kontrolliert zu werden. Die Beklagte löschte diese Äußerungen im August 2018, da sie ihrer Auffassung nach gegen das Verbot der Hassrede verstießen. Weiterhin sperrte sie vorübergehend die Nutzerkonten, sodass die Kläger in dieser Zeit nichts posten, kommentieren und auch die Messenger-Funktion nicht nutzen konnten. Hiergegen wenden sich die Kläger mit ihren Klagen, die jeweils vor dem Oberlandesgericht keinen Erfolg hatten. Mit ihren von der Vorinstanz beschränkt zugelassenen Revisionen verfolgen die Kläger insbesondere ihr Begehren auf Freischaltung der gelöschten Beiträge und auf Unterlassung einer erneuten Kontosperre und Löschung der Beiträge weiter. Die Revisionen haben sie, wie Sie den beiden Tenores entnehmen konnten, im Wesentlichen Erfolg gehabt. Und zwar aus folgenden Gründen. Die Rechtsgrundlage für die Löschung der Beiträge und die Kontosperrungen können nur die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Beklagten sein. Zwar sind diese entgegen der Ansicht der Kläger formal in die Verträge einbezogen worden, jedoch sind die maßgeblichen Regelungen inhaltlich gemäß § 307 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unwirksam. Nach dieser Bestimmung sind Klauseln in allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligen. Hierbei handelt es sich um eine Generalklausel, bei deren Anwendung eine umfassende Würdigung und Abwägung der wechselseitigen Interessen vorzunehmen ist. In diese Würdigung und Abwägung sind auch die Grundrechte der beteiligten Vertragsparteien mit einzubeziehen. Die sind auf Seiten der Nutzer die Meinungsäußerungsfreiheit aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes und auf Seiten der Beklagten vor allem die Berufsausübungsfreiheit gemäß Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes. Die Beklagte ist entgegen der Auffassung der Kläger ungeachtet ihrer marktbeherrschenden Stellung nicht staatsgleich und ist damit auch selbst Grundrechtsträger. Die in der vorliegenden Fallgestaltung somit einander entgegenstehenden Grundrechte sind nach dem Grundsatz der praktischen Konkordanz so zum Ausgleich zu bringen, dass sie für alle Beteiligten möglichst weitgehend wirksam werden. Diese Abwägung ergibt, dass die Beklagte grundsätzlich in Grenzen berechtigt ist, den Nutzern ihres Netzwerks die Einhaltung bestimmter Kommunikationsstandards vorzugeben, auch wenn diese Standards über die strafrechtlichen Vorgaben hinausgehen. Sie darf sich das Recht vorbehalten, bei Verstoß gegen die Kommunikationsstandards Beiträge zu entfernen und das betreffende Nutzerkonto zu sperren. Allerdings hat die Beklagte, das kam in der mündlichen Verhandlung eigentlich auch schon zum Ausdruck und ist also auch in einigen Presseartikeln schon als kritischer Punkt herausgestellt worden, hat die Beklagte auf die Interessen ihrer Nutzer zum Ausgleich der kollidierenden Grundrechte in der Weise Rücksicht zu nehmen, dass sie Anhörungs- und Remonstrationsrechte gewährt, Stichwort Grundrechtswahrung durch Verfahren. Sie muss sich deshalb in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen verpflichten, den betreffenden Nutzer über die Entfernung des Beitrags zumindest nachträglich und über eine beabsichtigte Sperrung des Nutzerkontos grundsätzlich vorab zu informieren. Sie muss ihm den Grund dafür mitteilen und eine Möglichkeit zur Gegenäußerung einräumen, an die sich eine Neubescheidung anschließt. Entsprechendes ist übrigens in der Neufassung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes vom 3. Juni 2021 mittlerweile auch so geregelt. Den genannten Anforderungen werden die Entfernungs- und Sperrungsvorbehalte in den Geschäftsbedingungen der Beklagten nicht gerecht. Die Beklagte war daher nicht berechtigt, die Beiträge der Kläger zu löschen und ihre Nutzerkonten zu sperren. Eine Berechtigung hierzu bestand auch nicht, weil die Äußerungen Straftatbestände erfüllt hätten. Beide Beiträge sind nach Maßgabe der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts von der Meinungsfreiheit gedeckt. Dies gilt auch für den durchaus sehr problematischen dritten Satz in der Sache Römisch 3 ZR 192 aus 20. Dieser ist aber vor dem Hintergrund zu würdigen, dass der Post ein Video mit frauenverachtendem Verhalten gegenüber einer Polizistin kommentierte. Nach Maßgabe der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung ist er meinungsfreiheitsfreundlich dahin auszulegen, dass er sich nur auf den Personenkreis bezieht, der sich in dieser verwerflichen Weise verhält.
Auch die Beklagte hat sich im Übrigen nicht auf eine Strafbarkeit der beiden Beiträge berufen. Sie muss daher die Beiträge wiederherstellen und hat eine Sperrung der Nutzerkonten und Löschung der Beiträge bei deren erneuter Einstellung zu unterlassen. In dem Verfahren Römisch 13 der 192 aus 20 scheiterte der entsprechende Unterlassungsantrag des Klägers indes an den Besonderheiten des dortigen Prozessverlaufs. Zur abschließenden Klarstellung noch folgender Hinweis. Da die maßgeblichen Teile der allgemeinen Geschäftsbedingungen bereits unwirksam sind, weil es an den erforderlichen Anhörungs- und Remonstrationsrechten fehlt, hatten wir nicht darüber zu befinden, ob die ohnehin inzwischen neu gefassten allgemeinen Geschäftsbedingungen die inhaltlichen Kriterien der allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Löschung und Sperre wirksam waren und ob die fraglichen Äußerungen der Kläger nach diesen Maßstäben zulässig oder unzulässig waren. Ja, soweit eine sehr kondensierte Kurzfassung der Begründung der sehr umfangreichen Urteile. Weitere Einzelheiten können Sie den Pressemitteilungen entnehmen, die jetzt gleich verteilt werden, und nach Veröffentlichung der Urteile natürlich diesen selbst. Ja, damit schließe ich die Sitzung des Dritten Zivilsenats.